Hey Siri? Hey Siri? Moment, nochmal. Saß, sieß, soß, sees. Ich konnte das nicht in deiner Musiksammlung finden. Nochmal. Saß, sieß, sees, soß. Ich konnte das nicht in deiner Musiksammlung finden. Soß. Du hörst Source FM 88,7 von TuneIn. Saß. Tut mir leid, ich finde das nicht in deiner Musikmediathek. Hey Siri, siehst, saß, soß, sees. Leider kann ich keine Infos zu TV-Shows auf dem HomePod erhalten. TV-Shows? Soß ist keine TV-Show. Bist du eigentlich bescheuert, Siri? Okay, das ist Ding wieder. Stellen natürlich bescheuerte Fragen. Hey Siri, seh's. Ich konnte das nicht in deiner Musiksammlung finden. Vorhin habe ich gesagt, soß, seh's, saß, sieh's. Und, nee, soß, saß, seh's, sieh's. Und da hat sie gesagt, grüß dich. Ja, lol, ne? Übrigens, unser neuer Fernseher, der ist noch bigger und Sony Bella. Oh, habt ihr schon gesehen? Tududu. Noch eine neue Konsole. Commodore 64. Neues Buch. HomePod habe ich schon lange. Kennt ihr ja von den Reviews auf meinem anderen Kanal. Hey Siri. Erzähl mir was über Amazon Echo. Amazon Echo ist ein intelligenter Lautsprecher und Es ist mit heißt komplexen Echo. sprachgesteuerten, internetbasierten, intelligenten persönlichen Assistenten Alexa des US-amerikanischen Unternehmens Amazon. Das war von Wikipedia. Soll ich weitermachen? Ja. Er greift auf diverse herstelleigene Dienste sowie Dienste von Drittanbietern zu. Das Das ist übrigens Gerät die wird seit dem Siri. 23. Juni 2015 in den Vereinigten Staaten Wunderschönes und seit dem Gerät übrigens. 26. Oktober 2015 Das habt in ihr Deutschland endlich mal verkauft. echt sehr, sehr gut gemacht. Der HomePod ist eine übelste Lautstärke, eine übelste Bassbombe ist das. Leute, wenn ihr eine gute Lautsprecheranlage habt und ihr braucht, habt Kritiker, ach, das ist eine Scheißanlage, kauft euch zwei von diesen, koppelt die und dann lasst den Bass krachen. Das ist so laut. Wir haben jetzt eine Review getestet und es war leiser als wirklich. Richtig krass. Laut. Apple, macht weiter so. Macht noch Apple HomePod Pro, Apple HomePod Air und so. Seht ihr das? Das ist eine Stadt. Das, der Schwarze hier bin ich. Schwarze Mensch da, hier der. Und jetzt lass mal mit der Bahn fahren. Also mit der Lok. Tsch, tsch, tsch. Hier ist der Bahnhof, hier ist Wespenhausen, hier ist übrigens Hummelsburg. Hier, das ab hier ist Wespenhausen. Gut. Ich wollte nur mal zeigen, dass ich wieder da bin, aber ich möchte auch wirklich sagen, Apple hat sich mit dem HomePod wie nennt man das, eine richtige Freude machen lassen. Also der HomePod ist viel, viel besser als Amazon Dingsbums, der aussieht wie der HomePod, aber nicht ist. Das ist dieses Amazon Echo Sub. Echo Sub. Da ist auch ein Sprachassistent, aber der ist etwas bigger und ich glaube, aber dass der Apple HomePod lauter ist und naja, der kostet um die 300 Euro. Ich habe mir den 2019 gekauft und ich war von dem Bass beeindruckt. Aber ich habe mich immer, habe ich Angst gehabt, dass die Lautsprecher platzen. Platzen. Ich habe immer Angst gehabt, deswegen habe ich immer auf mittlere Lautstärke gemacht. Moment. Hey Siri. Lautstärke auf 90. Das ist ganz schön laut. Bist du dir sicher? Nein, bitte breche ab. Okay. Sehr gut. Weil über 90 oder über 50 ist ultra hardcore laut, meine Fresse. Ja, weil das
Deswegen gibt Apple auch sogar eine Warnung. Ich möchte auch nur zeigen. Warte mal. Guck mal mit. Boah, ist das laut, ey. Cookie. Mach grad so ein YouTube-Video.